Grüß euch und da sind wir wieder zu einer neuen Folge von Weekly Vlogs auf Afi Vlogs, mehr oder weniger. Und zwar sind wir jetzt in Woche 9 angekommen, also nächste Woche ist schon Woche 10, hätte ich mir nie gedacht, dass wir so weit kommen. Aber danke nochmal für den Support immer, für alle, die was da anschauen, wie jedes Mal. Abonnieren, liken, kommentieren, das brauche ich gar nicht mehr sagen. Wieder im Körnermodus mit Blog, weil die Woche ist richtig kurz. Aber mal fangen wir mal gemütlich an. Montag war ich frei gehabt, aber war eigentlich nicht wirklich was los. Aber da sind die Tags gekommen, die Tags, für die Clothing Line. Und das wird sowieso nächste Woche alles kommen für die Clothing Line. Also nächste Woche wird komplett wild. Also nächste Woche auch wieder dabei sein. Aber jetzt einmal der Montag mit Unboxing und mit ersten Review von die Tags. So, servus, grüß euch, da sind wir wieder. Woche 9. Ganz geil. Und folgendes, ich bin natürlich gerade vom Nachtdienst angekommen. Und was tut man nach dem Nachtdienst? Genau. Zwei Leberkassemi-Fressel essen. Ich habe jetzt Leberkassemi-Fressel essen. Und dann schauen wir, was er tut. Nachtdienst angekommen. Also. So, ich bin da, was sonst? Wieder mal produktiv gewesen. Ich bin jetzt ist. Ich war das jetzt? Zwei nicht ganz. Und ich werde jetzt mit dem Video fertig. Also, das wird jetzt da gerendert. Oder ist gerade fertig geworden. Das lade ich jetzt dann auf YouTube. Und dann kann die neue Woche durchstarten, weil die alte vier ist. Produktion, da soll was weitergehen. Super. So, also, ich rede jetzt schon seit der Neichel von diesem Quant-Projekt mehr oder weniger. Und jetzt sind endlich die Etiketten gekommen. Und sagen wir, ich habe mir schon mal irgendwas erwartet. Aber dass die so geil sind, habe ich mir nicht gedacht. Ich habe es da jetzt aus. Also, ich habe jetzt eben die drei Farben: Beige, Braun und Grau. Und zu dem Affe-Flag so, das ist da eingraviert, das ist so mehr wie hinten ein Stoff, vorne so ein Kunstleder und da werden ein paar richtig geile Pieces. Ich werde jetzt mal ein paar Basics machen, da werden wir jetzt einfach mal ein paar, wo so Basic-Hoodies einkaufen, also so, einfach so Pullover mit da vielleicht dann oder Hoodies mit da, vielleicht auf ein Leiberl wo und dann möchte ich wieder ein paar so Sachen machen wie so ein Tie-Dye-Leiberl oder sowas mit so Splashes drauf und da mal schauen, aber ich habe jetzt immer ein paar Stück und da werden ein paar geile Sachen kommen. Genau, das waren die Tags, also da habe ich schon ein paar gute Ideen im Kopf, einmal die Basics kommen jetzt und dann danach nur ein paar Custom-Sachen, einzelne Pieces, die es nur für mich gibt, vielleicht, wo es auch mal vielleicht für euch was gibt, wer weiß. Aber das seht ihr nächste Woche. Dienstag und Mittwoch habe ich dann Dienst gehabt, da habe ich gar nichts gefilmt. Mit aus ein Grund, warum die Woche natürlich kurz ist. Dafür ist der Donnerstag einer von den geilsten Teilen, was ich glaube ich jemals in einem Video gemacht habe, außer vielleicht die Steaks und so, aber es hat schon auch viele feine Sachen gegeben. Aber auf jeden Fall komplett geil, da waren wir mit Nixer und Audi waren wir beim Dutter in Niederösterreich, das ist eben so eine Werkstatt mit Tuning und so und da ist das Auto gechippt worden und da habe ich, wie ich finde, ich habe mich bemüht, aber richtig geile Edits gemacht. Ich probiere noch natürlich, dass die Edits besser werden und so, aber habe ich mal ein wenig mehr Zeit investiert in die Edits und jetzt seht ihr, in Donnerstag komplett geile Autos, komplett geile Edits und let's go! Beste Eierspeis in ganz Niederösterreich. Wir sind wirklich in Niederösterreich, oder? Mhm. Geil. Schaut aber fein aus. Boah, schauen Sie sich die Perfektion von Eierspeis an. Weil den Schinken oder eine Leerhaxen geschnitten so grob wie die ist. Ehrlich, 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 ehrlich. Fälscher Garage hast du da gekauft. Wie fühlen Sie sich? Fasziniert. Nicht
so gut. Weiß ich nicht. Hast du Angst? Ja. Das Hin ist die Reim. Sonst habe ich nur einen alten Memory B-Line Motor daheim, dann schnallt es mir sonst rein. Super. Der hat eine super Variomatik drin. Ah, klasse. Oh, ist so original. Genau das super, das kriegst du sogar nicht mehr. Geile Kfz da im Hintergrund. Mitgekriegt habt, waren wir heute eben da in Niederösterreich beim Dutter mit Nixon Kfz. Ein Jeepen haben wir Software optimiert und so. Jetzt hat das Ding auch mal ein bisschen über 400 und eben ein paar geile Kfz gesehen. Und dann waren wir schon beim H&M. Da hat es zwar jetzt nicht die größte Auswahl gegeben, aber wir haben jetzt mal die ersten Pieces zum Probieren für die Cloth Collection Merch. Keine Ahnung, Merch heißt, ist ja gerade wirklich auf, für die Affiflox Gewandlinie. Und wir haben jetzt auch die ersten mal zum Namen braucht, also wir haben ein Sample und da werden wir dann schauen, wie das ausschaut wird. Und die restlichen sind jetzt bestellt, die kommen dann auch bald. Das wird dann nächste Woche wahrscheinlich eher zum Vierten werden. Ich weiß, die Woche war da noch nicht viel los, aber ich habe bis jetzt jeden Tag Dienst gehabt. Ich habe auch wieder Morgendienst und am Sonntag habe ich Nachtdienst. Das heißt aber, Samstag, Sonntag wird sich noch einiges tun und wir sehen uns. Genau, das waren die Autos. Schreibt es mir mal in die Kommentare, wie euch die Edits gefallen haben oder vielleicht irgendwelche Verbesserungsvorschläge und noch. Donnerstag kommt bekanntlich der Freitag und am Freitag habe ich wieder Dienst gehabt, das heißt, da habe ich wieder gar nicht gefilmt. Wieder ein Grund, warum die Woche recht kurz ist. Weil eben auch der Donnerstag eigentlich, wo viel los war, trotzdem nur kurz ist, weil es jetzt zwei Edits sind, mehr oder weniger. Samstag ist dann die ganze Quantproduktion weitergegangen, da bin ich da an der wunderbaren Nähmaschine gesessen, man kann es kaum glauben. Und habe ich auch mit der Oma mir ein kurz gelassen, weil die und das supportet mich da mehr oder weniger, die macht ja die präziseren Nähsachen. Und ja, Samstag auch nicht recht viel los gewesen, weil man kann halt jetzt einfach nichts nach. Solange man sich nicht mit irgendwen wirklich trifft oder so, ist halt relativ eng los. Und ja, das ist dann der Samstag. Let's go. So, Samstag ist, ich war halt frei, aber irgendwie gestern dann noch ein paar Bierchen getrunken, aber sonst ist eigentlich nichts los. Und das erste Sample ist mehr oder weniger da jetzt gekommen von dem guten Affi-Pullover. Da ist jetzt das Logo da. Das ist der Pullover komplett Premium, da ist aufgestickt. Komplett fein aus. Da kommen dann innen nur die Tags drauf und so. Und, aber da kommt mehr. Ja, also das sind dann die Tags, die reinkommen. Es gibt eben dann auch noch in Beige nur Braun und Grau. Aber mehr zu den Pullover dann natürlich, wenn die anderen Farben kommen und wenn man da mal wirklich mehr Stück machen wird, wahrscheinlich dann nächste Woche soweit sein. Natürlich werden diese Quality Products da nicht von einem Tag auf den anderen gemacht, sondern das wird alles fein säuberlich gemacht und genäht. Und darum bin ich da gerade dran, wie man am besten die Labels da dann anmacht. Das ist jetzt einfach mit Draht drüber genäht. Aber natürlich werden da die Labels da alles feinsäuberlichst aufgenäht. Aber ich habe euch vorher schon gezeigt, wie es dann ungefähr ausschaut. Aber ich habe da jetzt einmal die Nähmaschine zum Probieren. Wie man das da macht, weil außen das habe ich eh von professionelleren Leuten aufnehmen lassen. Das habt ihr eh vorher gesehen, die Tags. Aber jetzt das Innen und so. Und generell, vielleicht kommen da mal das ein oder andere Piece, was vielleicht nur einmal gibt für mich, wo vielleicht was aufgenäht wird und drum. Muss man mal schauen, wie gut das geht und so. Und da bin ich jetzt gerade dran und spüle mich da ein wenig. So, also jetzt war ich noch gleich bei oben herum, haben wir noch das ein oder andere
Ding besprochen wegen dem Pullover, weil ich mach, da ist er da beteiligt. Und bin schon gespannt, wann jetzt die anderen kommen, weil dann geht's los. Und dann werden, wenn nächste Woche die kommen, werden nächste Woche die ersten fertig werden. Werden die ersten Leute nächste Woche einen Bullis kriegen. Das war's zu, komplett geil. Grüße, geile Belichtung da jetzt wieder. Einmal Gin Tonic auf ein Seil, halbe. Aber wenn man den ganzen Tag hart Gin ein und naht und was weiß ich und die Produktion der Produkte, wie man da zum Beispiel sieht, vorantreibt, dann hat man sich das auch verdient. Herrlichst, so ein Gin Tonic. Genau, und dann sind wir schon wieder am Sonntag angelangt. Das, was bekanntlich wieder heute ist, weil heute Sonntag mache ich das ganze Sonntagvormittag wieder Video geschnitten, bekannt. Und trotzdem habe ich am Sonntag, weil die Woche kurz ist und weil wir von der Alina schon lange nichts mehr gehört haben in die Videos. Jetzt habe ich ein paar Clips von San Francisco dann wieder rein, aber mehr dazu dann nur jetzt am Sonntag. Und Sonntag, glaube ich, wird sie sonst nicht mehr recht viel da, sonst seht sie es eh ihr vor mir. Und die Zeit vergeht, es ist schon wieder Sonntag. Und was habe ich natürlich da am Sonntag? Da hinten liegt irgendwo der Laptop, den ganzen Tag wieder clean bis jetzt. Jetzt ist Mittag und dadurch, dass die letzte Woche relativ eingefüllt worden ist, weil halt, also die Wochen jetzt die aktuelle, also die, was ihr jetzt gerade gesehen habt, dadurch, dass da relativ wenig gefilmt worden ist, weil ich eben oft Dienst gehabt habe und an den anderen Tagen nichts los war vor irgendeinem sinnlosen Content-Film, jetzt habe ich halt mehr oder weniger das gerade geschnien, also das vom Dutter, und dafür finde ich, dass die Edits eigentlich ziemlich geil geworden sind, weil ich halt da ein wenig Zeit investiert habe. Und sagt mir mal, dass ich sowas auch in die Richtung gemacht habe, möchte ich nur ein wenig mehr machen, dass das besser wird. Aber darum ist die Woche mal kurz. Jetzt schauen wir, ob sie heute noch ein wenig was tut am Sonntag. Von der Alina habe ich dann am Schluss auch noch ein wenig was rein jetzt dann. Also nach Sonntag, weil die hat mir auch wieder ein paar Sachen geschickt, dass man da auch wieder mal sieht, was sie in San Francisco tut. Obwohl, das habe ich letzt dann rein. Also viel Spaß gleich mit dem Alina-Zeugs und dann geht der Sonntag weiter. Das war Mondharmonika mit Felix, die weitere Ausgabe. Genau, das war der Sonntag. Es hat mich wieder wunderbar gefreut, dass alle eingeschaltet haben. Mal ein kurzes Video, aber schaut auch nicht. Besser, geiler Content und kurz wie ewig lang und scheiße, so wie die anderen Wochen. Und hat mich gefreut, dass wir eingeschaltet haben. Jetzt, wie jede Woche, haut es mir bitte unten einen Kommentar rein. Abonniert, es hilft mir wirklich voll und euch kostet nichts. Bitte unten abonnieren oder da oben füge ich einen Abonnier-Button rein. Das letzte Video kommt daher. Das empfohlene Video euch für kommt daher und dann sage ich Dankeschön und grüß euch.